Willkommen zurück bei DGV, ich bin's euer Doomsday. Willkommen zurück zur 8. Folge von Resident Evil Village. Ja, wir sind letztens hier in dem Dorf stehen geblieben, wo wir jetzt erstmal herausfinden müssen, wie es weitergeht. Das heißt, ich muss mich jetzt hier in dem Dorf noch ein bisschen umschauen. Und das machen wir jetzt mal. So, ich war ja hier bei Luises Haus, wo ich hier noch irgendeinen Gegenstand habe, wo ich leider nicht rankomme. Und schauen wir jetzt unten mal weiter. Irgendwo muss es ja weitergehen. Hier leider im Moment nicht. Gut, das heißt, wir schauen uns hier unten nochmal um. Da waren die Geflügel. Hier war die Kirche. Oh, hier ist auch noch ein... Oh, warte mal. Ah, wo geht's denn hier hin? Hab ich den Schlüssel nicht? Der da. Ja. Wie denn jetzt hier? Hier geblieben. So hin. Ist nur wegen den Geflügel hier oder was? Oder gibt's hier noch irgendwas? Von der anderen Seite verschlossen. Ich höre was. Da. Okay, ja, aber das hat mich jetzt hier auch nicht storymäßig weitergebracht. Schade. Da blinkt was. Großer Kristall. Nö, mehr ist hier nicht. Und hier komme ich leider nicht durch. Na gut. Die Tür habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht. Gut. Hier nach rechts kam ich ja nicht. Weil hier ein Baum im Weg steht, ey. Aber ein Traktor ist das, okay. Hochklettern? Nee. Schade. Dann schauen wir mal weiter unten. Irgendwas übersehe ich. Ich finde das schon. So, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptplatz. Genau, da ist das Haus mit dem roten Schornstein. Da wird mir der Weg blockiert. So. War ich hier jetzt schon? Nee, gell? Weiß ich gar nicht. Nee, hier war ich nicht. Ey. Und das jetzt? Müsste mich so erschrecken. Dunkel. Was ist denn hier passiert? Hallo? Jemand zu Hause? Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außen rum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal alleine zu Luisa. Vater. Okay. Oh. Immer diese Dietrich-Sachen. Sag mal, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Oh, ein Webstuhl. Okay. Alter. Geschnitztes Tier. Für den Kopf. Da erschreckt denn hier einen so? Ja gut, der Dietrich, den habe ich leider nicht. Hallo?
nicht sauber aufmachen, wa? Ja. Ah, okay, da geht's lang. Da komme ich anscheinend zu dem Haus mit dem roten Schornstein. Aber ich will hier nochmal gucken. Hier war doch eben irgendjemand, oder? Genau, jetzt komme ich wieder hier rüber, das ist gut. Gute Nacht. Ich dachte, da steht ein Gorilla, ey. Gott. Das kann sicher irgendwie. Den kann man sicher irgendwie bewegen, Gott. Ach, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang vom Dorf. Genau. Dafür habe ich noch nichts Passendes. Kann ich das Seil irgendwie benutzen? Nee. Warte mal. Und jetzt hört bei ihm auf. Dass ich da drunter rauskriechen kann. So, jetzt bin ich hier. Hier ist das der Westteil. Achso, ich muss den wegkriegen. Der ist mir im Weg. Okay. Was ist hier? Keine Tür. Da kommen wir ja rein. Ah ne, da kann man kaputt machen. Okay. Noch mal hier gucken. Von anderen Seite verschlossen. Hier war ich auch schon. Ah, genau. Flintenmunition, das ist immer gut. Ab durch das Tor. Jemand zu Hause? Nein, gut. Was ist das denn? Sieh aus dem Fenster. Binst du oder was? So eine Verarsche hier, sieh aus dem Fenster. Ah, viel Platz weg. Explosivgeschoss. Magnum-Munition. Ich glaube, eine Kofferwartung wäre langsam doch mal gut, hä? Also 0804 oder was? Oder 0408. Wait, what? Das sind ja 6 Zahlen. Ah, 07 08 04 07 08 04. Nope. Hier 04.
Okay. Eine M1911. Und ein Wagenheberkurbel. Ja, geil. Jetzt habe ich eine neue Pistole. Eine vollautomatische Pistole. Kann man da auch... die hat 160, 027. Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße 7. Was hat die 160 hat die gehabt, gell? Ja. Hat die auch. Ne, die hat 170. Die ist immer noch besser. Ja, weil sie halt auch schon abgecradet ist, ne? Langsam gibt mir der Platz aus. Nicht cool. Deswegen bleib erstmal bei der. Mir geht die Muni. Der Platz leer. Boah. Wo hast du dein Zeug da? Ich habe keine Sniper-Muni mehr, aber ich kann mir glaube ich welche herstellen, ja. Im Moment eher nicht. Gut, dann weg mit dem Traktor. Achso, ich krieg sogar unten durch. Hey, sind die jetzt hier überall oder was? Da war Dietrich. Ich geh erstmal. Das war das Haus, wo ich hin muss. Ne, das hier war das, genau. Deswegen gehe ich nochmal in das Haus da. Die Richtung. Die Richtung. Hier rein will ich nochmal. Gibt's hier noch was? Nein. Oh, dann gucken wir mal hier. Da ist noch eine Kiste und viel Blut. Hier war das mit den Eiern. Hey. Schon tot? Wild. Jetzt wird's auch langsam echt kriminell hier mit dem Platz. Schatzverdecke, nein. Hä, wo sind wir denn jetzt? Ach, hier. Keine Abkürzung gemacht. Dietrich, und das zweite Haus jetzt mit dem Dietrich. Okay, dann komme ich jetzt hier. Oh, erstmal nicht weiter. Gut. Aber wissen wir schon mal, dass es ein Dietrich war, weil das vorher nicht angezeigt wurde. Da kann ich noch den Schlüssel, den Vorhangschloss. Hier ist der Schlüssel noch. Da komme ich doch jetzt auch hin. Nur mal gleich mal gucken. Aber erst haben wir hier noch Günther.
Oh, so will ich das sehen. Sieht man mal, ich komme ja auch nicht lang, ne? Oh, oder? Nee. Oh, Bombe. Von der anderen Seite verriegelt. Schau mal, wozu die Rohrbombe gut war. Haben wir auch mal wieder ein bisschen Sniper-Muni. Immerhin 8 Schuss. Oh, was bist du denn? Der hat mir jetzt viele Schrotpatronen gekostet, ey. Hammer. Ich glaube, für den war eigentlich die Rohrbombe gedacht. Perfekter kristalliner Schädel. Ah, für den hätte die Rohrbombe, glaube ich, mehr Sinn gemacht. Gut, kann man ja nicht wissen. Ah, hier bin ich. Kuckuck. Ja, machen wir gleich, erst will ich hier rein. So, die Hühners, hier waren noch Hühner, oder? Eigentlich waren hier, glaube ich, nur welche. Brunnenkorbel! Ich will irre. So, und hier geht's, glaube ich, dann zu dem Haus. Okay. Also hier geht's storytechnisch weiter. Das möchte ich jetzt aber noch nicht. Gibt's hier noch was? Nope. Schauen wir uns mal hier um. Jetzt habe ich jetzt echt so viele Schrotmunition gekostet, ey. Hammerhart. Das könnte Luisas Schlüssel sein, oder? Nee. Passt nicht zu diesem Schluss. Da ist eine Gitarre drauf. Als sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Joseph Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Wird das irgendwo angezeigt? Nee, gell? Ja,
Nur Luisas Haus wird beschrieben. Mehr aber auch nicht. Okay. Dann kommen wir hier erstmal nicht rein. Ohne den Schlüssel. Also, was trinken hier? So. Pistolenmuni. Probieren wir lieber. Ich höre hier wieder eine Ziege. Ich glaube, das sind 20 Stück war. Toilette. Dietrich, nett. Ja, erschreckt mich hier erstmal übel. Madelina Körper. Oder Madeline. So ein Schatz, oder? Madelina Körper, ein Teil der Puppe einer hiesigen Sagengestalt. Wertvoll, kombinierbar. Habe ich leider noch nichts. Das ist auch kombiniert, dachte ich mir schon. Ach, man sieht sogar unten links neben dem Bild von dem Gegenstand, dass da zwei Sachen dazu gehören. Okay, jetzt nur die beiden, die kombinierbar sind. Gut. So, dann war's das hier. Mehr kann ich hier im Moment nicht tun. Also, auf zum Haus mit dem roten Schornstein. Schön Hühnchen. Da. Ingen. Gut, dass ich das alles deckt. Sonst hätte ich echt Platzprobleme. Ingen. Wie viel Toiletten hat das Ding eigentlich hier? Großer Kristall. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ist das schon das Haus mit dem roten Schornstein? Jo. Können wir uns hier eigentlich mal das scheiß Tor aufmachen? Ach, hier, wo die Rohrbombe drin war. Wow. Okay. So, machen wir erstmal das hier auf. Das ist nicht mal eine Abkürzung. So, ich habe einen Dietrich. Jetzt ist die Frage: Das oder das? Oder das, das ist ja noch eins. Oh Gott. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal. Wir nehmen das hier, würde ich sagen. Also links. Das ist die Kirche gewesen. Da ich also nur einen Dietrich habe, nehme ich jetzt einfach mal das hier. Bestimmt eine Munition oder so. Ja, aber Flintenmuni, das ist schön. Hat sich gelohnt in meinen Augen. Da war die Tür. War doch nicht die Kirche. Stimmt, die war weiter oben, gell? Wie, da ist immer noch rot. Was gibt's hier noch? Zettel habe ich schon gelesen, glaube ich. Ja. In der ersten Folge.
Irgendwas ist hier noch. Ah, Geld versteckt. Jetzt ist blau. Gut. Aber ich gehe jetzt mal zu Duke. Und da gucken, ob ich meinen Inventarplatz vergrößere. Und das Essen will ich auch gerne mal loswerden. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Kauf mal ein Geflügel, mal sehen, ob er was sagt. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Beachte mich gar nicht. Reicht doch. Warte mal, ich will wissen, wie viel Platz mir das gibt. Ich habe jetzt... Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. 4, 5, 6, 7. 7 Plätze nach unten. Willkommen. Bis nächstes Mal. Was mache ich? Ich habe ja keine Kiste. Kann ich das, wenn ich das jetzt hier verschiebe, gell? Das ist ja Müll. Da schmeißt man es weg, weil da oben rechts ein Mülleimer ist. Das wollen wir ja nicht. Aber ich weiß, dass man Essen zubereiten kann. Also irgendwie habe ich das noch nicht bei ihm freigeschaltet. Deswegen möchte ich das jetzt auch nicht verkaufen. So. Mach ich mit der Pistole hier. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Wow, Stufe 2, die genauso viel Kraft wie meine jetzige. Nee, die hat 140. Aber plus 30 wegen den Rückstoßkompensator. Mhm. Okay. Dass das nicht so teuer wäre, ey. Das ist echt teuer, das ganze Zeug. Zu hungern heißt zu leben. Na gut. Schönen Tag. Da haben wir ein bisschen Platz. Können wir nochmal speichern. Ja, und dann auf zum Roten Haus. Also mit dem Haus mit dem roten Schornstein. So. War hier eine Leiter? Hier ist ein Kabel. Ist eigentlich rot, gelb angemalt. Gelb heißt doch immer, dass der Kantenmaler da war. Hier ist jemand zu Hause. Heilung habe ich noch 2, war eigentlich zu wenig. Also Pistolenmunition kann ich echt nicht beklagen. Ne. Irgendwas hier. Ah. Was haben wir denn hier? 1. Februar, habe Mutter Miranda 2 Ziegen geopfert. 3. Februar, habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar, keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar, mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen.
Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf den Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie eben der vier einen Teil des Kristalls in eine Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zitterte noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Ah ja. Also jedes Kind hat einen so einen Teil von Rose in der Flasche. Okay. Was ist das? Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Naja, 4 und 6 gibt's ja dann noch. Ja, und? Was bringt mir der Zelle jetzt? Oh! Hier war noch ein Teil dabei. Nehmen. Hä? Ach, jetzt. Verdammt! Ich sollte zurück zum Duke. Den Duke aufsuchen. Gut. Ich hätte gern hier nochmal rein. Wie hier aufschließen? War ich zugeschlossen? Ah ne, ich bin ja übers Dach gekommen. So, Moment. Da komme ich nicht drauf. Hier war ja auch blockiert. Ja. Schade, ich komme nicht zu dem Haus hier. Oder? Könnte man natürlich auch nochmal versuchen, ob's, aber hier geht es nicht weiter. Ne, ich brauche erst den sechsflügigen Schlüssel, um wieder zu dem Haus hier zu kommen. Na gut. Aber ich kann die Brunnen machen. Das ist mir gerade eingefallen. Geschnitztes Tier. Das ist der Kopf. So, jetzt muss ich erstmal alle Brunnen abklappern. So, geradeaus und rechts. Hey. So. Ich muss über die Kirche hoch. Jetzt klappe ich mal alle Brunnen ab. Genau, das war da oben. Hä? Was ist das? Luisas Erbstück. Aha. Für was ich den Schlüssel brauche, weiß ich allerdings auch noch nicht. War der Brunnen hier? Nee. Wait, what? Doch. Aha. Ah nee, war auf der anderen Seite. Ja, okay. Wo ist das Fenster? Deine Orientierung wie so ein Lama. Puppenkopf? Ne, Rohrbombe. Okay. Also zu was in den Brunnen. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Der nächste Brunnen, der war da.
kann ich doch eigentlich auch da lang, oder? Ne, da komme ich ja nicht mehr zurück. Aufs Dach komme ich ja jetzt leider nicht mehr, gell? Das heißt, ich muss den Weg wieder nehmen. Hier habe ich ja aufgemacht. Genau. Brunnen ist da. Werkstatt? Was war denn Werkstatt? Hier lang. Genau, geradeaus links. Da. Dietrich, lecker. So, waren das echt nur drei Brunnen? Ich hätte gedacht, es wären mehr gewesen. Aber ich sehe jetzt hier. Was ist das? Zugbrücke. Ach, kann ich jetzt wohl auch benutzen damit? Ne, wahrscheinlich nicht. Echt nur drei Brunnen? Ich hätte echt im Gedächtnis, es wären mehr gewesen. Okay. Aber ich habe jetzt einen Dietrich. Und hier ist. Einer nur noch mit Dietrich. Na dann. Auf hier hin. Aber erstmal muss ich mal gucken, was Werkstatt war. Da kann ich aber nicht rein, gell? Nee. Okay, dann auf zum Dietrichhaus. Hier ging es nicht lang. Schade eigentlich, wäre eine schöne Abkürzung. Ja, die Folge ist halt mal so ein bisschen mehr Erkundung als alles andere. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber muss sein. Ich will ja so gut wie möglich alles erleben in dem Spiel. Auch wenn ich gar nicht wissen will, was ich schon alles verpasst habe. Muss ich echt wieder hochklettern? Ja, nervig. Ja, na gut. Warte mal nochmal hoch. Wir haben die Tür aufgemacht. Ja. Das heißt, da durch und rechts. Dann sind wir schon da. Oh, das ist die hier, ja. Was ist? Schrotflintenmuni? Ja! Oh, 7 Stück gleich. Wie, hier gibt's was? Hier gibt's echt zu viel Zeug, ey. Was gibt's denn hier noch? Nicht eigentlich das Haus, wo es auch unten in den Keller ging? War es das? Nee. Nee, das war das nicht. Warum muss da noch was sein? Wow, hab ich echt nicht reingeguckt. Wow. Ich bin Fisch. Und hier war. Ah ja, stimmt, es waren zwei mit Dietrich. Okay. Ein Dietrich fehlt mir hier also noch. Und dann noch das hier. Dann habe ich alles blau. So muss das. Gut. Jetzt gehen wir zum Duke zurück. Schauen mal, was er zu erzählen hat. Was steht hier eigentlich überall? Zeremoniesite und Schloss Dimitrescu. Da komme ich nicht mehr hin. Na und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden.
Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Ist kaputt. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Oh, kann ich auch hin. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Das jetzt alles. Waffen in der Wassermühle. Mal jetzt so Sammelstück. Also die sind jetzt alles große Schätze, denke ich mal, wo du richtig viel Kohle machst. Moreau. Donna. Ja, Dimitrescu haben wir jetzt ja schon. Da ist aber auch noch was. Schatzhaus beim Fluss. Hä? Okay. Aber ich finde ja nicht mal welche. Heisenberg zum Beispiel fehlt. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle 4 Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Flakons mit Rose finden, 1 von 4. Ja, okay, da komme ich nicht hin. Was? Hier ist... Ah, das war das Gebäude, wo ich die Schlüssel brauche. Mit der Geige da. Das habe ich... Da komme ich nicht hoch. Aber fehlen hier nicht noch ein paar? Egal. Oh, hier komme ich jetzt hin. Hoffe ich. Aber ich würde mal gucken, ob ich jetzt den Weg hierhin finde. Aber Leute, ich werde jetzt speichern. Und somit die Folge auch beenden, denn die Zeit ist schon wieder erreicht. Ja, es geht schnell. Ja, diese Folge war leider mehr oder weniger nur eine Such-Sammelaufgabe-Folge. Aber ja, das ist halt Resident Evil und da wird nicht einfach durchgerannt. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt bei DGV Resident Evil Village. Bis dahin, haut rein.